gibt es ja den Wunsch und auch die Bitte von befreundeten EU-Mitgliedstaaten, dass wir da helfen beim Ausfliegen und hier Behandeln von Corona-Patienten. Das geschieht. Ich denke, ich glaube, die Zahl, die heute genannt wurde, ist 200 solche Fälle. Und es ist nun beschlossen, dass die Kosten für diese Behandlung von EU-Bürgern in unseren Krankenhäusern und Intensivstationen auch hier in Deutschland getragen werden. Das ist für uns ein Stück gelebter europäischer Solidarität.